Sie sagen aber auch, die AfD darf keinesfalls regieren. Ja. Auch nicht in diesen drei Bundesländern. Ist es demokratisch, eine Partei, die möglicherweise über 30% kommt und in einem Bundesland mit Abstand die stärkste Partei wäre, um jeden Preis von der Regierung fernzuhalten? Ich will Ihnen sagen, Goebbels hat 1935 eine Rede gehalten über die Dummheit der Demokratie. Denn die habe der NSDAP damals alle Mittel an die Hand gegeben, um sie selbst abzuschaffen. Wir werden nicht bereit sein, der AfD die Mittel an die Hand zu geben, die Demokratie abzuschaffen. Aber vergleichen Sie jetzt die AfD mit Goebbels? Ja. Das ist eine Nazi-Partei. Finden Sie das nicht maßlos übertrieben? Nein. Weil? Weil ganz klar das völkische Denken vergleichbar ist, die Bestrebungen, die Demokratie zu untergraben, vergleichbar ist, menschenfeindliche Haltungen gegenüber allen möglichen Gruppen in unserer Gesellschaft vorhanden sind, Ausgrenzung, Spaltung, das sind ernsthafte Gefahren für unsere Demokratie, die wir abzuwenden haben. Aber niemand in der AfD schlägt vor, Konzentrationslager zu bauen oder andere Parteien zu verbieten oder die Demokratie abzuschaffen. Die AfD hat ganz klar verfassungsfeindliche Bestrebungen, die darauf abzielen. Das ist ja das eine, aber Nazi-Partei ist ja doch noch ganz was anderes. Darauf abzielen, unsere Demokratie zu zerstören. Davon bin ich überzeugt. Gut, Moment.